Schönen guten Abend wünsche ich euch. Und seht mal, das ist die Oase, die wir in der letzten Folge gebaut haben. Bei Tag. Sieht nochmal um einiges geiler aus, wenn ihr mich fragt. Heute wollen wir uns um den Strand und um das Bambuszimmer in meinem Haus kümmern. Ich denke, das Bambuszimmer gehen wir als erstes an. Wobei es auch am sinnvollsten wäre, zuerst in den Laden zu gehen, ne? Man weiß ja nie, was heute wieder im Angebot ist. Vielleicht gibt es ja noch ein cooles Item. Könnt auch gerne, wenn ihr mir helfen wollt, nebenbei mal schauen, ob ihr coole Patterns für den Strand findet. Also so Sachen wie irgendwelche Muscheln oder Sandburgen, ich weiß es nicht. Tolle Deko-Gegenstände einfach. Ich habe zwar schon welche, aber vielleicht habt ihr ja nochmal bessere Ideen. Gehen wir dann an, wenn es soweit ist. So, was haben wir denn da? Okay, ich sehe schon mal so ein Tässchen Weed. Nein, Spaß. Katzengras. Okay. Kaufe ich. Einmal reich, danke. Dann den Duschkopf habe ich schon. Das sieht noch interessant aus. So ein Abendtischgedeck. Mit Weinglas sogar. Na klar, her damit. Und zur rechten. Das haben wir schon, ne? Aber ich glaube in einer anderen Farbe. 53.000. YOLO. Wird eingepackt. Chat funktioniert noch nicht richtig. Wie meinst du das, Kim? Der Chat läuft ganz normal durch. Ich kann da jetzt keine Besonderheit feststellen. Jojo Gameplay, danke dir für deine Mitgliedschaft und willkommen. So, nix hier runter. Und dann wollen wir mal gucken, was wir für das Bambuszimmer noch alles craften können. Weil wir haben ja jetzt die Bambussachen zuletzt auch, ich sag mal, zweckentfremdet. Da muss auch einiges jetzt nachgebaut werden. Und apropos neue Gegenstände. Das hier habe ich über die letzten zwei Tage verteilt im Shop gekauft. Einmal ein Überseekissen. Jetzt nicht wirklich besonders, aber das hier finde ich mal mega geil. Ein Server. Der kostet übrigens 100.000 Sternis. Aber ja. Das ist schon mal ganz geil, dass Nintendo offensichtlich weiß, dass Server existieren. Jetzt ist nur die Frage, warum sie sie nicht nutzen. Wäre jedenfalls ganz geil, wenn man das jetzt zukünftig mal in ihren Spielen erleben dürfte, im Online-Gaming, ne? Aber gut. Nee, Kim hat schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Chat. Dann muss das aber eher an ihrem Internet liegen. Weil eine andere Erklärung fällt mir dafür jetzt auch nicht ein. Weber will ausziehen. Nee, das war doch Horst, oder? Aber ist nicht so schlimm. Wenn man nicht drauf antwortet, dann bleiben die ja da. Alles cool. Okay, welche Sachen könnten wir denn jetzt noch nachproduzieren? Die für das Zimmer geeignet sind. Ich weiß nicht, ob ich mir da eine Bank reinstellen will. Deswegen mache ich erstmal hier die Bambuskugel neu. 100.000 Billig-Server. Die Bambus-Waldtapete ist ganz, ganz wichtig. Da brauchen wir noch 3 Bambussprossen für. Okay. Das lässt sich bestimmt realisieren. Und ich glaube, Sternsplitter bräuchte ich auch noch für den einen oder anderen Gegenstand. Ich habe es gerade nach Alphabet geordnet. Die sollten also gleich kommen. Wenn ich noch welche habe. Ja, doch. Oh, aber gar nicht mal mehr so viele. Ich sollte mich langsam mal wieder darum kümmern, da für Nachschub zu sorgen. Damn. Etwas herstellen. Bambuswald-Tapete. Super wichtig. Ohne die geht ja schließlich gar nichts.
Was ist das nochmal? Ah, so eine Bambussprossenlampe. Ja, auch ganz geil eigentlich. Frisst aber sehr viele von den Bambussprossen. Also da geizen sie jetzt nicht mit den Elementen, die verlangt sind. Ah, perfekt. Bambusstab. Wobei der ist jetzt eher weniger für die Deko da. No, obwohl. Wir könnten ihn ja auf ein Tischchen oder so legen, aber wir haben keinen Bambustisch. Gibt's bestimmt auch noch. Oder etwas, was man als solchen verwenden kann. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Laubhaufen reicht jetzt nicht mehr. Wobei, gut, dafür brauchen wir Unkraut. Könnten wir noch sammeln gehen? Ich würde das. Ja, doch, auf jeden, komm. Ich würde das voll fühlen, wenn wir da mehrere so kleine Laubhäufchen auch in das Zimmer reinschmeißen. Das wäre voll stylisch. Jojo Gameplay, danke dir auch für deine Mitgliedschaft. Nintendo-Teufelchen, lässt Münzen da. Bin gerade Depri. Du kommst live, Ehrenmann. Nicht Depri sein, Leute. Ich sag's euch immer wieder. Bei mir heute auch so ein Scheißtag. Ich war die ganze Zeit super müde, deswegen kommt auch jetzt erst der Stream. Weil ich wieder bis mitten in die Nacht reingearbeitet habe. Also eher bis in die Früh. War, glaube ich, 5 Uhr, wo ich schlafen gegangen bin. Um das neue Projekt auf die Beine zu stellen. Da gab es einige, ja, Problemchen, sagen wir mal. Aber passt jetzt. Nur danach war ich so heftig K.O. Weil der Schlafrhythmus gesagt hat: Ey, Bruder, bist du eigentlich völlig geisteskrank? Davor stehst du mal um 9 Uhr auf und jetzt wieder schickst du mich um 5 ins Bett? Ja, verstehe ich schon, verstehe ich schon. Und die Steinaxt ist kaputt gegangen. Ach, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Nun gut. Kann man nichts machen. Ich hoffe einfach mal, dass der Bambusvorrat reicht. Kümmern wir uns jetzt um Unkraut. Da habe ich ja tatsächlich hier in der Gegend ziemlich viel mittlerweile angesammelt. Weg damit. Bosses, danke für 2 Münzen. Wen magst du mehr, Link oder Mario? Also ich will mich da jetzt ungern entscheiden, weil beide Spielereien völlig unterschiedlich sind und mir beide sehr ans Herz gehen. Aber Mario hat vielleicht noch ein bisschen mehr die Tradition bei mir, weil er halt mitunter neben Donkey Kong so die erste Videospielwelt mir offenbart hat. Klar ist Mario dann ein bisschen besonderer für mich als Link, den ich erst zu meinen Let's Player-Zeiten entdeckt habe. Aber ich finde, man muss sich da auch nicht entscheiden. Beide sind cool. Nicht nur als Charakter, sondern auch deren Welt. Ein Franchise. Deswegen würde ich die Frage einfach ablehnen. Der schlaue Hase. Ich weiß noch nicht, wie viele Laubhäufchen ich brauche, aber 3 bis 5 sollten es schon sein. Von Sally 229. Okay, cool. Danke, Sally und Domdom. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich mal den Felsen looten. Oh, direkt wieder voll, ne? Ich habe vorhin geachtet, dass ich nicht ganz so krass voll bin, aber natürlich habe ich auch vergessen, den Scheiß hier zu verkaufen. Man kennt's. Belastend. Hallo? Kommt da noch was anderes raus? Als allerletztes wird mir noch ein Eisen gegönnt. Ja, wow. Pommes oder Burger? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und zwar,
unterscheidet sich das bei mir sowohl vom Tagesgefühl als auch von der Ortschaft, wo gegessen wird, sozusagen. Also ich liebe ja McDonald's Pommes. Und manchmal habe ich auch echt mehr Bock auf die Pommes als auf den Burger. Manchmal ist aber der Heißhunger auf den Burger auch extrem. Recht einheitlich ist es bei Five Guys tatsächlich. Da finde ich die Pommes absolut legendär. Die Burger sind auch sehr, sehr gut, aber können trotzdem nicht mit den Pommes mithalten. Und daher ist es da eigentlich immer ein gleiches Bild. Aber grundsätzlich variiert es nach Tageslust. Die Eisengarderobe als Anleitung. Äußerst geil. So, und ich glaube, Horst möchte mir unbedingt mitteilen, dass er keinen Bock mehr hat. Ey, Domi, das passt, dass ich dich hier treffe. Ich wollte dir nämlich was erzählen. Bin am Überlegen, vielleicht auf eine andere Insel zu ziehen. Raus aus der immer gleichen Routine, um mal ganz frischen Wind zu schnuppern. Und ein neues Fitnessstudio könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ich hätte fast Lust, sofort aufzubrechen. Ich verstehe nicht, warum. Aber er hat von allen Bewohnern immer am meisten Lust, wegzugehen. Ich glaube, es ist jetzt schon das 5. Mal, dass ich ihn dabei erwische, dass er weggehen möchte. Aber diese Scheißente, die ich nicht leiden kann, noch kein einziges Mal. Und Horst, du darfst nicht gehen. Bleib hier. Oh, echt? Findest du, ich bin eine Bereicherung hier? Ja, okay, eigentlich hast du recht. Du hast mir die Augen geöffnet. Ja, wie oft noch? Was hältst du von Curly Fries? Meine Freundin liebt die. Ich mag sie nicht. Nee. Muss ich nicht haben. So, Sonnenstuhl. Brauchen wir später noch für den Strand, ne? Aber ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich erstmal wieder etwas erleichtere. Ich sehe, der Briefkasten ist so unfassbar voll wie die Einbauschränke von Bibi. Das geht gar nicht. Ich gehe erstmal den Schmutz verkaufen, das habe ich vorhin leider vergessen. Ich Lost Boy. Eine Fundsache. Rechts beim Strand, oder? Ja, die habe ich da mal abgelegt. Ich habe die irgendwann mal gefunden und dann keinen Bock mehr gehabt. Die Mission abzuschließen, das können wir ja noch machen, wenn ihr wollt. Bam, bam. Kann noch was weg? Nee, ne? Eigentlich nicht. Die Äpfel behalte ich auch mal lieber. Sollst du was umgraben müssen? Verlobte nicht, Freundin. Ja, wenn man ganz genau sein möchte. Curly Fries Eis? Das kenne ich nicht und möchte es auch ehrlich gesagt nicht probieren. Was hältst du vom 1955er Burger? Habe ich früher gehasst ohne Ende, weil er auch immer so ein Big Tasty Konkurrent war und für mich nicht ansatzweise damit mithalten konnte. Und immer wenn sie den gebracht haben, ist der Tasty in die Pause gegangen, deswegen habe ich den noch mehr gehasst als ohnehin schon. Mittlerweile kann ich ihn akzeptieren, schmeckt ganz okay, ist aber jetzt auch nicht überkrass, also ab und zu mal kann man sich das schon gönnen. Tasty ist aber 1000 mal geiler. Ich soll den Briefkasten lernen. Ja, da bin ich auch gerade dabei tatsächlich. Macht aber mehr Sinn, wenn wir jetzt erstmal ein paar Sachen aus dem Inventar rausschmeißen. Wie viel bringt eine Anleitung? Nur 200 Sternis, also zum Verkaufen lohnen sich die nicht. Es war eigentlich ganz schön. Aber jetzt ist das Ende des Osterzimmers gekommen. Hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Aber ich hatte einfach keine passenden Gegenstände für ein neues Theme-Zimmer. Mittlerweile hat sich das geändert. Der Schmetterling kann sogar bleiben. Der würde nämlich auch zu dem Bambus-Style passen.
So. Okay. Das heißt, ich kann mir dann endlich mal den Merch gönnen. Wenn er dir gefällt, Kim, dann gerne. Es gibt... Ja, komm, nutzen wir... nutzen wir kurz die Gelegenheit. Hashtag Werbung schon mal im Voraus. Wollte es eigentlich erst in einem kommenden Zelda-Let's Play bewerben, aber es gibt jetzt auch dieses sehr, sehr beliebte Breath of the Wild Domtendo-Design als Cap. Dachte mir, wäre ganz sinnvoll, weil ich habe halt diese hier und die benutze ich halt für Mario und für Standard-Videos so. Ich dachte mir aber, ey, es wäre eigentlich ganz geil, wenn ich noch eine Zelda-Cap habe. Und da das Design sowieso so beliebt ist, auch weil es im Dunkeln halt leuchtet und so, dachte ich mir, das könnte man doch eigentlich auch als Cap hernehmen. Und ich finde, ja, sieht echt geil aus. Also Hashtag Eigenwerbung an der Stelle. Erhältlich unter evolve.de/Domtendo, wie immer. Okay. Ins Lager. Ins Lager. Aufmachen. Jalla, kurz Eigenwerbung. Ja, auf spontan. Wenn Kim das anspricht, das war jetzt überhaupt nicht geplant, aber ich dachte mir, hey, komm, dann... Warum nicht? Sieht mega nice aus. Ja, ich bin auch echt zufrieden. Es war erstmal so ein Testlauf so, wie würde es denn ausschauen? Aber hab direkt gesagt... Schock. Güzel. Also die Lampe kommt mit Sicherheit in irgendeine Ecke. Der Bambuskugel muss man mal schauen. Warum machst du dein Osterzimmer kaputt? Naja, weil Ostern halt schon seit einer geraumen Zeit vorbei ist. Und jetzt ein Bambuszimmer dahin kommt. Das heißt, die Cap leuchtet. Sollte sie. Weil sie aus demselben Material ist. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht überprüft, aber das Shirt tut es. Warum sollte es die Cap nicht tun? Ich werde das aber nochmal, bevor ich sie offiziell bewerbe, überprüfen. Das war jetzt nur auf spontaner Basis, ja. Also hängt mich da nicht an irgendwas auf. Habe ich echt noch so wenig Stuff? Vom Bambus im Inventar? Okay, dann kein Wunder, dass ich so voll bin. Oh, Bruder. Katzengras. Ja, stimmt. Das Katzengras passt doch eigentlich auch hier hin. Das machen wir so richtig schön pflanzlich, das Zimmer. Bambusmatten finden hier ihren Platz. Boah, mit einem Schlag sieht das so viel geiler aus. Also, ich habe jetzt nichts gegen die Ostertapete, aber damit kann sie nicht mithalten. Schade, dass wir keinen Bambusboden haben. Wobei, vielleicht ist ja in den Briefen da was dabei. Ich schaue gleich nochmal nach. Restauranttafel möchte ich später noch irgendwo platzieren. Sandkasten auch. Das Klavier kann erstmal ins Lager. Das Tischgedeck auch. Okay, dann sollten wir jetzt eigentlich wieder genug Platz haben. Was für ein neues Zelda-LP. Oh, das war kein Tease. Nicht missverstehen. Es ist momentan keins geplant, aber ich wollte es fürs nächste nutzen. Wann das kommt, weiß ich aber nicht. Laubhaufen. Mal bitte. Was bedeutet Choc Güzel? Ja, gibst du mal in Google ein. Sehr schön bedeutet das. Sehr schön. Bei der Bank bin ich mir immer noch unsicher. Das müsste ich im Inventar haben. Oder im Lager. Hab ich es noch nicht rausgeholt? Huch. Lass doch mal gucken hier. Bambus. Bambus. B für Bambus. Das Asienregal könnte man da auch noch integrieren übrigens.
Bambusstehlampe. Oh, wir hätten auch noch diese Bambus-Rollo-Wand, aber ey, die wir gerade reingetan haben, ist halt trotzdem viel, viel schöner. Bleiben wir bei der. Ich habe echt gar nicht mal so viel Bambus-Stuff mehr. Das habe ich echt alles zweckentfremdet. Aber es muss ja auch nicht alles mit B beginnen, wie zum Beispiel hier, die Dunkel-Bambus-Matte. Kann man eigentlich hier auch nach Begriffen suchen? Nö, ne? Das war mal wieder zu viel Programmieraufwand. Ah, schade. Okay, dann gehe ich trotzdem mal kurz auf, durch die ganzen Kategorien durch. Es ist halt so schwierig, da den Überblick zu behalten. Ja, bei Mode haben wir tatsächlich noch hier diesen Grasgeflecht-Rucksack, den wir da abstellen könnten als Deko-Element. Vielleicht sogar den Pfirsichteppich mal hernehmen. Muss man dann schauen, ob es am Ende harmoniert. Und Wiesenboden als Überbrückung für... Oh, wobei? Tatami oder Wiese, da könnt ihr dann entscheiden. Wandelement? Gibt's noch ein cooles? Eher nicht, ne? Kleinkram. Uff, da gibt's eine Menge. Das war der Vorteil beim Ostern. Da kriegst du halt alles hinterhergeschmissen, ne? Überraschungspfirsich packe ich mal ein. Aber für den Bambus musst du knechten, bis du da alles hast. Flechttischlampe? Ja, wenn wir eh keinen Tisch haben. Im Laden nach Bambusböden gucken. Gibt's im Laden? Ich dachte jetzt eher, das gäbe es als Bastelanleitung. So wie es auch bei der Urwaldtapete war. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben wir gecraftet. Tatami-Boden, sagen jetzt schon einige. Ja, ich glaube auch. Aber ich habe Bedenken wegen den Bambusmatten. An sich würde ich nämlich Tatami-Boden auch mehr fühlen, aber sieht das nicht doof aus dann mit der Matte? Schon irgendwie, ne? Das wirkt dann so doppelt gemoppelt irgendwie. Kriegen wir das denn hin, dass das nicht doof aussieht? Oder halt überladen in dem Sinne. Damn. Okay, aber im Gegenzug ist Wiese ein bisschen zu langweilig. Also ist schon schön so, aber nothing special. Machen wir mal Tatami-Boden vertikal. Nee, ist ja noch schlimmer. Oh, damn it. Komm, wir schmeißen erstmal alles rein. Dann wird gecraftet. Vielleicht ist da ja noch was dabei. Ich weiß gar nicht, was ich für Anleitungen noch bekommen habe. Pfirsichteppich auf dem Boden. Jo, einfach mal alles reinschmeißen. Geordnet wird später. Ach, den Rucksack könnten wir sogar an die Wand hängen. Ja, geil. Warum nicht? Dunkelbambusmatte. Bambusstab. Der fällt kaum auf, so klein ist der. Boah, ist das geil. Ist vor allem auch viel größer, als ich gedacht habe. Gut. Checken wir unsere Briefe ab.
Mach dasselbe auf der anderen Seite. Wegen der Matte. Ja, aber es schaut dann trotzdem weird aus. Ich muss mal überlegen. Es wäre einfacher, wenn ich wüsste, welche Böden noch in Frage kämen. Ah, stimmt. Ich habe noch ein Räucherstäbchen-Set bestellt. Oh, und... Warte. Was haben wir denn hier noch? Genau. Der nackte Mann kam an. Wir bedanken uns für deinen Kauf ohne Rückgaberecht an der Galantstatue. Müsste jetzt eigentlich zu Eugen gebracht werden, aber sehe ich gar nicht ein. Was soll ich denn den aufstellen? Irgendwo muss der hin. Wäre fast hier auf dem Hauptplatz irgendwie nice. Ich brauche noch diese Restauranttafel, die wollte ich hier so hin tun. Genau, zwecks Speisekarte und allem. Lass mal es mal hier so stehen. Das Räucherstäbchen-Set kommt hier auf die andere Seite. Am allergeilsten wäre es natürlich, wenn wir die Galantstatue hier noch reingebracht hätten, aber das ist platztechnisch nicht machbar. Wieso hast du das jetzt so weit runtergeschmissen, du Dödel? Oh, Digga, jetzt müssen wir wieder 5 Stunden suchen. Ja, mach mal das so. Das ist jetzt mit Absicht umgedreht im Vergleich zu dem hier. Das soll so sein. Okay, geil. Eine Möglichkeit, die Galantstatue sinnvoll zu integrieren, wäre sie hier zu platzieren, by the way. Wie groß ist das Teil, Alter? WTF! Also, ich meine nicht das unten, sondern die Statue generell. Okay. Oder noch besser, ja genau, noch besser, später zum Museum. Irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dem Museum kombinieren. Ja, so machen wir es. Und vorübergehend bleibt es einfach hier stehen, so als Teaser für die Oase. Lol. Hier muss auch noch übrigens irgendwas hin. Da mir da bislang nichts eingefallen ist, habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich hier so Standard-Patterns benutze, die wir noch haben. Da gibt es eigentlich 2 echt schöne. Sieht geil aus, oder? Die Unschuld in Person. Wie viele Sterne hat da eine Insel? Das weiß ich nicht. Ich schaue da auch nicht nach, weil wenn sie nicht ansatzweise fertig ist, dann... Hat's eh keinen Sinn. Hier, dieses Kleeblatt-Zeugs fand ich eigentlich echt hübsch so. Und dazwischen können wir ja... So, der langsame Chat hat mich gelangweilt. Deswegen bist du jetzt Mitglied geworden, oder was? Ehre, Anisabo. Dann willkommen als Mitglied. Hier auf dem Kanal. Ja, einfach so ein paar Tierspuren. Ist halt besser als gar nichts. Man sieht's auch kaum irgendwie. Voll strange. Naja.
Dank geht auch raus an Ivo Klingenberg, der ebenfalls Mitglied geworden ist. An Katrin Tasler, 5 Münzen da. Hey Domi, weil es häufiger Probleme wegen der Aussprache meines Namens gibt, biete ich dir an, mich ab sofort nur noch Anne zu nennen. Schönen Abend. Ich versuch's mir zu merken. Da gibt's einige Kandidaten, die genauso reagieren. Und da muss ich versuchen, mir das zu merken. Aber genau, dann nennen wir dich Anne. Alles klar. Versuch's zu berücksichtigen. Und danke dir für die 5 Münzen. Cider ist übrigens Apfelwein, kein Bier, meint das Nintendo-Teufelchen. Jo, das habe ich tatsächlich noch in den Kommentaren dann zu dem jeweiligen Stream oder Video oder was es war gelesen. Weiß ich mittlerweile Bescheid. Der ist so voll, das muss noch geladen werden. Ein Ventilator ist Ehrenmitglied geworden. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Viel Spaß mit den neuen Emojis, die jetzt seit gestern aktiv sind. Ben172 lässt vermünzen, da wollte mich für die lange Unterhaltung bedanken. Das Ding ist, ich unterhalte mich mit super vielen Menschen pro Tag. Ich weiß gerade nicht, welcher du bist. Aber gern geschehen. Ich weiß ja, wie gerne du badest, deswegen hier eine Duschkabine von Igel. Anleitung. Anleitung. Was Schönes für die Küche von Kim. Danke sehr. Wir checken das gleich ab, ob was Neues dabei ist. Ich hoffe doch. Ein Kartonhocker? What? Ich glaube, man kann sogar eine komplette Möbelserie aus Kartons machen. Weil es gibt auch Sofa und so ein Shit. Ist voll übertrieben. Holznachttisch? Ja, den habe ich doch schon längst, oder? Wo kommt denn der her? Eisenwandregal. Das ist noch neu. Beste. Hans Siddick, danke für eine Münze. Absol 31, lässt 2 da. Splatoon 2 oder Animal Crossing? Ja, safe Animal Crossing. Ein Gong? Okay. Schau dich schon seit 5 Jahren noch weiter so. Danke für die lange Treue, Marlin Rutz. Kücheninsel, oh. Sehr heftig. Warte, ich schmeiß mal kurz diese nutzlose Anleitung über Bord, die nur Platz wegnehmen wird. Dass man die aber auch nicht einfach vernichten kann, ne? So vor Ort zerreißen, wenn du sie halt schon mal hattest. Kleine Entschuldigung, dass ich sonst nie dabei bin. Oh, kein Problem, Gyror. Hat ja nicht jederzeit. Verstehe ich schon. Nicht nötig, sich dafür zu entschuldigen. Und Jonas lässt eine Münze da. Dankeschön. Duschkabine. Das Bad ist halt auch schon so übertrieben voll. Bald haben wir einfach von allem 3. 3 Badewannen, 3 Toiletten, 3 Duschen. Wir werden uns entscheiden müssen. Wie sieht die Duschkabine? Alter, die sieht genauso aus wie meine daheim. Okay, noch ein bisschen mehr Flex tatsächlich. Na, obwohl, Vor- und Nachteile. Ich habe nämlich oben noch so Regenwald-Dusche integriert und Licht. Er hat anscheinend an beiden Seiten Düsen. Habe ich nur an einer. Einen Spiegel habe ich auch nicht. Dafür ist Licht und Ablagefläche ein bisschen moderner integriert. Ja, aber es kommt schon sehr nah an meine. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Da kann das Teil hier nicht mithalten. Ey! Du sollst das hier wegnehmen. Ja gut, ich bin auch selber schuld. Ich bin selber schuld. Wenn man was designt, immer in diese Ansicht wechseln. Ich predige es selber, aber mache es nicht. Dann braucht man sich auch nicht wundern. So, in weiß wäre es natürlich noch nicer. Oh Gott. Aber schwarz ist auch in Ordnung.
Das Waschbecken brauche ich wieder, bitte. So. Ja, gut, jetzt wird es halt mit dem Platz ein bisschen eng. Ich fürchte fast, das muss gehen. Ob das da nicht reinpasst. Oder sollen wir die doch drehen, die Dusche? Ich glaube, so ist doch besser. Ja. Oder? Digga, ich weiß es nicht. Ach, das Bad ist eh noch nicht ansatzweise fertig. Lassen wir es ja. Melina, danke für eine Münzli. Und Kevin Hartmann ist Ehrenmitglied. Try Milan ist normales Mitglied. Bouncy Bounce ist Mitglied. Und Storyflow ist Mitglied. Danke an alle vier. Noch schlimmer wird es jetzt mit der Kochinsel. Weil die ist halt wirklich richtig groß. Goldenes Klo, beste. Denk auch. Duft auf die Dusche. Geht das? Aber selbst wenn, fände ich das ein bisschen seltsam. Es interessiert mich aber auch gerade, ob man dann auch was draufstellen kann. Na, ja, aber da tut man eigentlich nichts drauf, oder? Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Macht man aber auch nicht. So. Schaut nicht so geil aus. Aber die Dusche ist auf jeden Fall sehr heftig. Absoluter Luxus. Brutal. Donate nur noch über Tippi. Ja, ist eh besser. Kein Problem, Kim. Ist eh besser. Das McDonalds-Zeichen hier. Okay. Es wird sehr eng. Kann ich die Kochinsel denn schon hier rein droppen? Warte mal, erstmal muss das weg. Ja, mach. Ins Lager. Kücheninsel. Ach, es ist doch nur so eine kleine. Dafür aber anders krasser Marmorstein. Und die sieht auch eigentlich im Prinzip aus wie meine. Was ist denn hier los? Also vom Stein her zumindest. Es ist hier zu voll. Kann einfach nichts platzieren. Und für die nicht regelmäßig zuschauen und sich fragen, warum ist ja alles so unordentlich und weird. Es liegt einfach daran, dass ich noch keine Tische und sowas habe. Und noch nicht weiß, wie ich die Küche gestalten soll. Könnten wir aber auch langsam angehen. Nur nicht heute. Hauptsache, wir haben geilen neuen Stuff. Das ist mir wichtig gewesen. Etwas herstellen. Ich hoffe, sie gefällt dir. Auf jeden Fall, Kim. Vielen, vielen Dank. Krasses Teil. Bambuskorb habe ich keinen mehr. Brauche ich einen neuen? Marmor ist viel zu geil. Empfinde ich genauso. Ich will unbedingt mal dein Haus sehen. Es gibt auch ziemlich hässliche Ecken, so ist es nicht. Kannst du nicht so einen Chat machen, der im Video neben der Facecam gezeigt wird?
Kann ich schon, aber bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Weil auf YouTube der Chat sowieso, nachdem das Video hochgeladen ist, immer verfügbar ist. Deswegen sehe ich da nicht so den Sinn darin. Auf Twitch ist das was anderes. Aber irgendwie haben wir jetzt doch ein bisschen weniger Bambusgegenstände als gedacht. Oder finde ich den Rest einfach nicht? Das mit den Matten wird echt ein Problem. Gut. Wir kompensieren das allerdings mit anderen Gegenständen. Also es wird hier auf jeden Fall nicht leer. Oh, die eine Lampe muss ich aber umdesignen. Die will ich unbedingt in grün haben. Hier soll alles grün sein. Ich denke, drei Laubhaufen reichen sogar. Der Rest wäre übertrieben. Okay. Gab noch mehr im Briefkasten, was abgecheckt werden möchte. Kannst du mir ein Video machen? Ich mache jeden Tag ein Video. Da steckt ein Bambus im Boden. Why? Was meinst du? Den Bambuskobold? Checken wir gleich ab. Okay, die Sachen hier können wir eigentlich skippen. Die habe ich bestellt. Ash-Bewertung bei 128.000. Es ist ebenso einfach wie effektiv, Möbel der gleichen Farbe zu kombinieren, um ein attraktives und stimmiges Heim zu kreieren. Ja, an sich schon, aber man bekommt irgendwie zu schwer die farbigen Gegenstände in diesem Spiel. Daher bin ich da nicht so der Meinung von Ash. So, was kam da jetzt noch von Gunny? Ja, moin. Jetzt bin ich aber gespannt, wie der aussieht. Ehre an Gunny. Aber was habe ich jetzt für Erwartungen, frage ich mich gerade selber. Es kann ja eigentlich nur so ähnlich wie der Tatami-Boden sein, nur halt in grün und unbearbeitet. Also so wie der Bambuszaun bei der Tapete, richtig? Genau. Ist aber trotzdem noch ein bisschen besser von den Matten getrennt als der Tatami-Boden. Daher eine Verbesserung. Und vielen, vielen Dank, Ganondorf. Das rettet mir den Part. Tatsächlich. Weil das hätte echt mit Tatami nicht so geil ausgesehen. An sich mag ich den Boden, aber die Matten vertragen sich überhaupt nicht mit dem. Okay. Haben wir dann alles, frage ich mich. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ein paar Sachen irgendwie fehlen. Naja, aber nichtsdestotrotz können wir es auf jeden Fall schon mal so einrichten, dass es schön aussieht. Nö? Das sollte doch gehen. Okay, wo bin ich mit meinem Dank stehen geblieben? Ich glaube bei Verpeiler 91, lässt zwei Münzen da, beste Abendbeschäftigung. Das Bauen oder das Zuschauen? Wie dem auch sei, schön, dass du gute Laune hast. Das ist immer gut. Ja, machen wir vielleicht zuerst die Matten. Die würde ich echt gerne hier so. Ey, was zur Hölle? What? Kann ich die nicht länglich hinlegen wie die Helle? Das
kann nicht sein. What the fuck? Stimmt hier bei mir jetzt irgendwas nicht oder kann man die wirklich nicht länglich hinlegen, so wie die linke da? Leute, schreibt das mal bitte in den Chat. Was ist da los? Ich kann die nur einmal drehen, seltsamerweise. Dom Dom, vielen, vielen, vielen Dank für 21 Münzen. Der krasse. Mal wieder. Aber ich seh den ersten Trigger jetzt ankommen. Warum kann man die denn nicht länglich hinlegen? Nicer Mario World Hoodie. Jo. Könnt ihr euch auch holen. Ich habe in einem vergangenen Part mal den Code gezeigt. Pfirsichteppich muss weg. An dem liegt's echt, meinst du? Doch, müsste gehen. Pfirsichteppich weg. Als ob, ey. Ach, tatsächlich. Der mag den Pfirsichteppich nicht. Okay. Ja, dann danke für die Hilfe. So, Laubhaufen auf den Matten. Findet ihr gut oder nicht so? Weiß selber noch nicht, ob ich es gut finde. Das ist halt scheiße. Wir haben halt keinen Stuhl, wir haben keinen Teppich. Es ist damit echt schwer, ein schönes wohnliches Design zu entwickeln. Aber ich glaube, ich mache zwei Lautsprecher in die Ecken. Dann kommt die Lampe hier hin, der Schmetterling bleibt da. Ja, und die Laubhaufen machen wir doch woanders hin. Bin mir gerade noch nicht ganz sicher, wie. Der Pfirsich könnte aber hier mal Platz nehmen, aber auf dem hellen. So. Katzengras. Ja, kein Plan. Irgendwie ist es cool. Boden und Wand auf jeden Fall. Aber der Rest müsste sich noch entwickeln. Das hier passt, finde ich. Umfärben kann man das Element hier nicht, ne? Da brauchst du wieder die richtige farbliche Version, die man eh nicht bekommt. Ja, dann lassen wir das da hängen. Das kann noch dahin. Bambusstab würde ich halt liebend gerne auf eine Art Tisch oder so legen. Geht aber nicht. Schachtelkobolde tue ich hier auch rechts links hinlegen, glaube ich. Laubhaufen kombinieren wir mal so. Das schaut dann ganz okay aus, finde ich. Ja, jetzt muss ich erstmal nachproduzieren. Ich brauche noch einen zweiten Lautsprecher. Und ich muss die Lampen umfärben. Oder sollen wir die doch hell lassen? Es passt halt so gut zum Boden irgendwie. Zwei helle oder zwei grüne Lampen, Leute? Oder vielleicht sogar auch farblich angepasst. Die helle hier auf der Seite und dann noch eine dunkle auf der Seite. Ja, doch. Warum nicht? Hier so, direkt neben den Lautsprechern. Ja, ich glaube, das machen wir. Auf jeden Fall besser als das Osterzimmer. Ich muss gestehen, finde ich bis jetzt nicht. Das Osterzimmer hat mir eigentlich echt gut gefallen. Objektiv, ich bin ja auch kein Osterfan und nix, aber objektiv fand ich das schon echt schön. Bambus ist bisher okay. Das Belastende ist, wir haben halt keine Stühle, keinen Tisch. Das war beim Ostern dabei und das ist ganz wichtig für so einen Raum, um sich richtig zu entfalten, um eine Daseinsberechtigung auch einfach zu haben. Ich habe das Asenregal in schwarz. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen besser.
Ich hasse das System. Zwei grüne. Zwei helle sind nice. Und was ist mit dem Vorschlag, es an die Matten anzupassen? Ich meine, wenn wir eh schon diese farbliche Aufteilung haben, dann wieso nicht? Ich mach's einfach mal, dann könnt ihr ja urteilen. Umfärben. Chat geht nicht, doch klar. Schon der zweite, der irgendwas wegen dem Chat schreibt, aber ich bemerke überhaupt gar nichts. Von meiner Position aus. Und macht dir eine Bank. Muss ich noch überlegen. Aber da wir keinen Stuhl haben, werde ich auf jeden Fall irgendwas reinstellen müssen, ja. Slapstick, danke für eine Münze und Eileen Schotenröhr für zwei. Kuri Sushan ist Mitglied geworden. Vielen, vielen Dank. Indigo Schlingel ist 5 Münzis da. Hey, ich habe gerade dein 3D World LP gesehen. Du hast mir gesagt, dass die Castle-Musik von dort ist. Stimmt nicht, die Castle-Musik kommt von 3D Land. Okay. Weiß ich jetzt nicht mehr, sorry. Ist halt schon ein bisschen länger her. Stand aber bestimmt massenhaft in den Kommentaren, da bin ich mir sicher. Oh, jetzt wo ich nochmal reingehe, nehme ich das Zimmer auch nochmal ein bisschen positiver wahr, als gerade, als ich da noch rumgewurschtelt habe. Mhm. Ist vielleicht auch immer ganz gut, rauszugehen, ein bisschen zu warten, um die Eindrücke sozusagen zu resetten und sich das dann nochmal zu geben. Also ich finde das mit der farblichen Aufteilung eigentlich so richtig heftig. Schau dir schon, seit ich 10 bin. Jetzt bin ich einfach 19. Schon krass, wie die Zeit vergeht. Mach weiter so. Danke für die lange Treue. X-Ju-Jin. Schwierig auszusprechen. Der Chat funktioniert nicht. Ja, aber deine Nachricht ist doch da. Wie sieht's denn bei euch aus? Bekommt ihr Fehlermeldungen oder was? Aber auf jeden Fall kommen eure Nachrichten trotzdem durch. Mir gefällt's auch besser als das Osterzimmer, vermutlich aber auch größtenteils, weil ich die Ostermöbel und den Stil einfach nicht ausstehen kann. Ja gut. Ich hab's immer, also ich versuche immer objektiv zu bleiben, auch wenn ich deinen Punkt natürlich nachvollziehen kann. Hier vielleicht noch ein bisschen drehen für Variationen in dem, Laubmuster. Gut, was habe ich jetzt noch am Start? Genau, der zweite Lautsprecher. Ja, also mit dem hinteren Bereich bin ich echt zufrieden. Das finde ich so schön. Geil wäre es noch, wenn man dieses andere Bambusregal an die Wand anbringen kann. Geht das? Ernsthaft? Nein? Och komm, warum denn? Das wäre so brutal. Stellt euch das Ding mal hier an der Wand vor. Wie mega wäre das? Gut, dann müssen wir mal ein bisschen experimentieren. Vielleicht packen wir den einen Laubhaufen weg. Dreh dich doch einfach, bitte. Um Gottes Willen, dreh dich! Jetzt ist es natürlich ins Lager gelandet. Ja, wo ist es denn jetzt? Bin doch extra auf zuletzt verwendet gegangen. Achso. Falscher Reiter. Okay. Mach's auf den Boden. Ja, muss ich jetzt auch. Musste auch mal das Osterzimmer abreißen wegen Ash-Punkten. Aber ich dachte eigentlich, dass mir das Osterzimmer massiv Ash-Punkte bringt. Ich bin mal gespannt, wie die Differenz dann ist. Hast du dann mehr Punkte bekommen?
Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die Ostergegenstände, die waren ja, also waren ja alle da. Das muss ja massive Kombinationspunkte und so geben. Bambusregal. Jetzt bitte so hinstellen, ja. Oh, es ist ein bisschen zu. Nee, doch nicht. Ja, wäre an der Wand trotzdem besser. Ja, gut, aber ich sehe schon da unten, es ist für den Boden ausgerichtet. Es hat ja extra so Füße, sag ich mal. Aber dennoch könnte man es theoretisch in irgendeiner Weise hinhängen. Naja, egal. Am Boden ist es vertretbar. Ich bräuchte jetzt noch ein zweites Asienregal auf der anderen Seite. Weil die Wand ist so leer. Aber das könnte ich theoretisch nachbestellen. Besser wäre es natürlich in der neuen Farbe. Komm, check mal das mal ab. Vielleicht habe ich das ja sogar verfügbar. Es kann ja sein, dass ich da mal irgendwie in Berührung mitgekommen bin. Falsche App. Oh, habe ich das noch? Das könnte man da auch noch mit reinbringen. Aber nein, das Asienregal habe ich nur in Rot. Naja, gut. Ich bestelle es jetzt trotzdem mal. Ich muss mal nach diesem Asien-Wandschirm schauen. Der noch da? Nein. Also ich sehe ihn jedenfalls nicht. Damn it. Okay, schade. Aber ja, ich glaube, den bestelle ich auch mal nach. Der ist ja schon ziemlich cool. Baumstammhocker packe ich mal ein. So, warte, warte. Jetzt erstmal hier noch den Laubhaufen in grün. Baumstammhocker so irgendwie hin. Das Katzengras, das passt aber nicht irgendwie. Das muss, glaube ich, weg. Das krieg ich nicht sinnvoll integriert. Maximal so an die Seite. Hier brauche ich noch einen Kobold. Habe ich einen nachproduziert? Noch nicht, oder? Nee. Machen wir das noch schnell. Damit du brauchst Luft. Oh ne, alles gut. Dass man sich manchmal wegen den Limitierungen aufregt, ist ja normal. Den Asienschirm hatte ich auch im Katalog, ohne ihn jemals besessen zu haben. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich den mal gekauft habe. Deswegen seltsam, dass er nicht da ist. Komisch, ne? Nein! Habe ich jetzt keinen Frühlingsbambus mehr? Doch. Puh. Nochmal Glück gehabt. Das Gras muss weg. Ja, von da unten auf jeden Fall. Und dann kommt der Schachtelkobold stattdessen dahin. Wird man eigentlich noch vom Spiel bestraft, wenn man Möbel mehrfach in dem Zimmer hat? Weil früher war das ja so. Wann kommt der Strand? Ja, es zieht sich mal wieder alles ein bisschen krass an die Länge, als man es vorher eingeschätzt hat. Aber ich würde sagen, Version 1.0 dieses Zimmers ist damit fertig, oder? Den einen Laubhaufen noch drehen. Ja.
Dann ist das soweit okay. Wobei die Frage wegen der Bank war ja noch vorhanden, ne? Wüsste aber nicht, wie ich sie jetzt da noch einbringen sollte. Ich glaube, das lasse ich tatsächlich weg. Also ich bin mit Version 1.0 hiermit zufrieden. So sieht's aus, wenn es dunkel ist. Schon entspannt. Ich find's schick. Okay, ein bisschen doof, dass man dann nicht an die Lautsprecher rankommen kann. Aber das können wir ja so lösen. Die Musik passt ganz gut, finde ich. Ja, ich kann damit leben. Und die Laubhäufchen fände ich es persönlich schöner. Ja, es ist definitiv Geschmackssache, das glaube ich auch, ja. Mir gefällt es aber. Also ich lasse es erstmal so. Mal schauen, was noch für Bambusgegenstände dazukommen in Zukunft. Aber ich lasse es erstmal so. Find's mittlerweile auch ganz schön. Nicht unbedingt besser wie das Osterzimmer, weil der Vorteil von dem war einfach, dass wir so viele Elemente hatten. Aber jetzt schon doch deutlich näher dran. Mit den Pfirsich deplatziert. Ja, ohne Pfirsich, Teppich vielleicht schon. Aber es ist ein Naturelement und man muss auch bedenken, dass dieser Überraschungspfirsich eine japanische Mythologie war, denke ich, beinhaltet. Und wenn man das weiß, dann ist er gar nicht mal mehr so krass deplatziert. Also dieses Baby, was da aus dem Pfirsich rauskommt, das ist ja so eine japanische Mythologie-Geschichte. Ja, dann probieren wir jetzt noch den Strand auf die Beine zu stellen. Da fehlen mir zwar auch einige Gegenstände, aber ich versuche mein Bestes, auch da eine ordentliche 1.0-Version draus zu machen. Erstmal muss die Palme da weg, weil die ist völlig falsch platziert. Und Justin2105 ist Mitglied. Nee, Quatsch, er ist jetzt im neuen Monat, hat jetzt den Superpilz. Ehrenhaft, danke fürs Verlängern. Christopher Macher ist Mitglied geworden. Dragon lässt 3 Münzen da. Und Xuijin nochmal 5. Well, danke, dass du immer noch LPs machst. Sorry, dass ich so schwer auszusprechen bin. Sag einfach Lin, das tut's auch. Okay, Lin. Lin? 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 Ich denke Lin. Alles klar, vielen, vielen Dank für den Support. Die Überlegung für den Strand war folgende. Wir machen da ein, wie nennt man das denn? Also so ein Platz zum Musizieren hin. So wie das auch oft in den Urlaubsländern ist. Da gibt es halt dann so ein Steg, wo einfach ein Orchester steht. Und das fände ich hier auch ganz geil. Muss nur schauen, wo es hinkommt. Hier wäre theoretisch der meiste Platz vorhanden. Aber es sieht so seltsam aus. Es sei denn, wir machen hier noch einen Weg zum Strand hin, aber das geht auch nicht, weil du ja diese Kanten da nicht verändern kannst. Okay, was man aber machen könnte, wäre hier den Weg verlängern. Genau, hier ist es dann auch eben.
Dann sieht es nicht ganz so dumm aus. Machen wir das doch einfach mal. Und dann Schritt für Schritt. Genau. Und ansonsten halt Liegestühle, Hängematte und ein bisschen Deko. Ist halt nur schwierig, wenn du da nicht mit dem Platz variieren kannst. Du musst dich an die Vorgabe von Nintendo halten. So, also hier führt es jetzt runter. Frage ist halt auch, wie viel Platz brauchst du für die einzelnen Instrumente, ne? Ist auch so eine Sache. Ich glaube, ich sammle jetzt tatsächlich erstmal diese ganzen Muscheln und so ein. Da gab es ja auch immer mal wieder was zum Craften. Vielleicht geht das jetzt dann. Oder wir verkaufen sie für Bonusmeilen. Was auch immer, es wird sich lohnen. Danke für 2 Münzen, Party! Und DomDom229 auch. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wir haben noch ein neues Mitglied zu begrüßen, sehe ich gerade. Den lieben... Nee, die liebe Lena Rüssner. Vielen, vielen Dank. Hier kommt noch so eine Bar hin. Wissen wir ja Bescheid. Und ich hatte doch noch was für den Campingplatz. Oder habe ich das weggepackt? Ich glaube, ich habe es weggepackt. Okay. Aber dieses OK Motors Schild, das wollte ich eigentlich auch noch hier irgendwo anbringen. Ich glaube, da unten wäre es ganz cool. Ja. Was ist denn eigentlich hier mit dem Weg? Kann man da noch eine... Okay. Kann man keine Verbindung nach unten machen, leider. Da ist das Grundstück im Weg. Okay, alles klar. DomDom wirkt besser als eine Schmerztablette. Was? Warte, was habe ich eigentlich gerade vor? Ich habe gerade begonnen, einen Gedanken zu denken, weiß aber nicht mehr, was ich vorhatte. Lol, lost. Wo war ich denn gerade, Mensch? Irgendwas hatte ich doch vor. Also hier oben haben wir noch ein bisschen Platz. Das fände ich ganz nice für den Sandkasten. Ich wollte ja unbedingt noch einen zweiten Sandkasten haben. Und ja, der kommt an den Strand hin. Ist mir egal, was ihr sagt. Es ist ganz normal, dass ein Sandkasten eingezäunt ist, Leute. Und davor, damit das da nicht so leer aussieht, könnte man... Oder... ein bisschen Deko platzieren. Und da habe ich Folgendes parat. Einmal diese wunderhübschen Seesterne. Das Herzchen. Und diesen Smiley. Werde ich alles nach dem Stream wie immer in die Videobeschreibung packen, damit ihr euch das auch runterziehen könnt. So, und gerade die Smileys passen natürlich in der Nähe des Sandkastens. Moment mal. Was? Hä, ist da was schiefgegangen, als ich das runtergeladen habe? Das sieht ja so aus, als wenn da noch die... QR-Codes... dran kleben. What the fuck? Nicht dein Ernst. Ja, das war extra für den Beach. Immer passiert irgendwas. Ich habe vorhin extra noch eine halbe Stunde nach coolen Deko-Elementen für den Strand gesucht und das gefunden. Ja, und es ist Schmutz. Habt ihr Ersatz vielleicht? Irgendwas Cooles, was man in den Sand malen könnte? Wenn, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wieder rettend einzuschreiten.
Die Sandtextur wurde gemalt und nicht als Leerraum gelassen. Ja, aber es sah ja selbst auf der Wiese scheiße aus. Ist ein Design vom 3DS. Ja, das kann sein. Aber da gab es bisher auch keine Probleme eigentlich. Ja, wenigstens das klappt. Nee, das hat mit Tag-Nacht nichts zu tun. Kim hat welche für mich. Okay, dann pack die mal bitte in eine Twitter-DM. Mache ich dann gleich auf. Und in der Zwischenzeit gehe ich gucken, ob ich was craften kann aus den Muscheln. Anders belastend. Korallenmuscheln pattern. Das wäre auch cool. Wenn du eins hast, dann schick mal. Oder gib's an den Moderator weiter, den Code, und der schickt mir es dann, falls ich es übersehe. Etwas herstellen. Na gut. Nicht die gute Laune versauen lassen. Ein Muschelbett wäre natürlich am Strand mega. Brauche ich aber 5 Riesenmuscheln für. Und ich habe 0. Yeah. Also falls noch jemand welche über hat, der mir Briefe schreiben kann, gönn auf Ehre bitte. Brauch 5 Riesenmuscheln. Glaub auch nicht, dass ich noch welche im Inventar habe, oder? Eher nicht. Sie sind für was anderes draufgegangen. Ich glaube für diesen Muschelbrunnen. Uff. Nee, ich hab keine. Hab noch SpongeBob und Patrick. Das ist eigentlich ganz witzig, aber man braucht ja auch für jedes Design einen Slot und dann müssen wir vorsichtig sein. Weil ist halt nur begrenzt verfügbar, ne? Ich fordere jetzt noch mein Glück heraus. Vielleicht kriege ich noch genug Riesenmuscheln an meinem eigenen Strand, aber ich denke nicht. Diese scheiß Sanddollar. Hier ist eine. Aber halt auch nur eine. Ich schicke dir welche. Naja, das geht ja nicht. Man braucht mich ja als Freund, sonst geht's ja nicht. Klar, wir könnten das auf den nächsten Stream verschieben. Das stimmt. Ja, werden wir wahrscheinlich auch machen müssen. War jetzt nur eine Riesenmuschel dabei, ne? Ja, klar. Guck mal kurz Briefkasten, ob da was ist. Ja doch, neuer Brief von Eagle. Ah, aber nur mit einer neuen Duschkabine. Natürlich auch cool, aber... Jetzt haben wir ja gerade ein anderes Problem. Shit. Welche Muscheln brauchst du? Naja, so Riesenmuscheln auf jeden Fall. Und für den Rest schaue ich gleich nochmal.
Oh yeah. Danke für die Weiße. Passt sehr gut. Hab die Codes in Twitter geschickt. Okay, gucke ich mal nach. Oh, aber ohne Bild. Ich hätte es eigentlich auch gerne vorher noch gesehen. Shine Bright und Isla Delfino. Naja, gut. Dann mach mal es einfach mal. Auch wenn ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Süß, alle singen wieder. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Muscheln geschickt. Ja, das erwischt uns jetzt gerade alles ein bisschen unerwartet. Ich habe auch nicht gedacht, dass die zwei Patterns Müll sind. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass so ein Pattern, was ich aus dem Internet runterlade, Schmutz ist. Ein Sandcode. Naja, Sand brauche ich ja nicht. Das gibt es ja sogar als voreingestelltes Pattern. Okay, mal sehen. Also, L7QX. T14 FF4 30. Scheint eine Sonne zu sein. Oh, eine Shine Sprite sogar. Oha. Okay, das ist viel geiler als der andere Schmutz, den ich da runtergeladen. Ich. Ja, lost. Weg damit. Und das sieht sehr transparent aus. Es dürfte funktionieren. Dann noch Isla Delfino. Wahrscheinlich der Delfin, oder? Der typische Delfin. Codename des Gamecubes. AXND 9X4D. Ja, okay. Nicht nur der Delfin, sondern halt wirklich alles, was zu Sunshine dazu gehört. Krass, Kim. Selbst gemacht oder was? Wobei, es steht doch dabei, ne? Hab jetzt nicht drauf geachtet. Aber sehr, sehr geiler Stuff. Nee, es ist nicht von ihr, es ist von Olli. Ich weiß nicht, ob der auch hier in der Community ist, aber wenn, dann krass, Olli. Danke. Ich hab mittlerweile ja auch Shine Sprite. Wo findet ihr das denn, Mann? Ich habe vorhin 30 Minuten verbracht, um geile Patterns zu suchen und komme nur auf Schmutz. Das Problem ist halt jetzt bloß, das kannst du nicht spammen. Das sind so Elemente, die kannst du nur zweimal höchstens platzieren, damit es geil aussieht. Den mache ich mal weg hier. Ich brauche noch irgendwas, was man ein bisschen mehr spammen kann. Einfach so Muscheln, Korallen oder so ein Shit. Aber das ist schon mal sehr, sehr nice. Pinterest. Ja, ich hab die aber auch von Pinterest. Ich hasse die Seite, by the way. So ätzend. Ja, vielleicht sollten wir die Deko sowieso als letztes machen. Wir können dann später ja nochmal sammeln. Jetzt erstmal überlegen, wie wir das mit dem Musikantensteg machen. Also hier in der Mitte wäre unten am meisten Platz. Man kommt hier so runter. Hier würde ich mich auf Deko beschränken, eigentlich. Weil da kannst du keine Palmen, keine Liegestühle, nix hinmachen. Das heißt, die Liegestühle kommen dann
Ja, hier so hin, wie es jetzt im Prinzip auch schon ist. Okay. Gesagt, ich kann dir ein paar mehr schicken. Ja, nur zu. Hau einfach raus, Kim. Ist es eigentlich genug so? Ich habe noch eine Palme, aber ich glaube, die muss auch weg. Ich habe ein Seesternmuster. Ja, danke schön. Seestern habe ich aber auch schon. Pinterest ist geil für Künstler. Ja, aber immer wenn man da was runterladen will oder einsehen will, ich finde die Seite so unsympathisch. Da gibt es bessere irgendwie. Aber wenn das für Künstler eine nice Sache ist, okay. Aber als Nutzer finde ich die nicht gut. Mhm. Viel Deko. Ja, normal. Normal. Kann man den Sandstrand auch vergrößern? Nee. Das hatte ich ja vorhin gemeint mit, man muss mit dem arbeiten, was Nintendo einem bietet. Kann man nicht erweitern. Bademeister kommt hier oben hin. Da hat er sowieso einen besseren Ausblick. Und dann noch ein Liegestuhl. Oder? Ah, zwei ist halt zu wenig, ne? Aber ich brauche halt noch ein bisschen Platz für... Shit, Alter. Oh, was willst du jetzt, Digga? Spontan Schauspielunterricht mit deinem Mentor Carsten. Welche Emotionen lernen wir heute? Okay, sagen wir mal, du willst selbstzufrieden aussehen, aber trotzdem charmant wie ein Filmstar. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Lass die Zähne so richtig blitzen, und zwar so. Es war so klar, dass man das von ihm bekommt, ne? Du wirst feststellen, dass einen nichts selbstbewusster wirken lässt als ein manisches Grinsen. Setze dein neues Schauspielwissen klug ein. Bam, bam. Lol. Ja, dann, danke, Carsten. So, aber zwecks Liegestühle, ich glaube, ich muss es nochmal um ein Feld weiter nach rechts versetzen. Wobei der klügste Move wäre eigentlich, jetzt erst einmal diese Konzertfläche festzulegen. Ja, hallo, mach doch. Hä, wieso will er jetzt nicht? Ich kann den Holzweg von Nintendo, von der offiziellen Baumeister-App, nicht auf den Sand setzen. Ich brauche dafür auch Pattern. Was ist denn das Unübersichtliche an Pinterest? Was ist denn das Schlechte? Ja, also zu unübersichtlich zum einen, auch viel Trash. Und man ist, glaube ich, auch, wenn man nicht angemeldet ist, dann kommst du meistens nicht an den Stuff ran. Da gibt es einfach bessere Seiten für, wo du ohne diesen ganzen Schnickschnack und Zwang an den Stuff kommst, den du brauchst. Weiß jetzt nicht das Thema, jetzt muss ich mich erstmal wieder aufregen. Du kannst keine Wege auf dem Sand machen. Was für ein Scheiß, Alter. Ich habe so viele gottverdammte Bilder gesehen von Leuten, die da so Holzwege hatten und das sah alles für mich wie das Nintendo-Ding aus. Jetzt muss ich dafür auch Pattern nehmen, Alter. Na gut. Dann suche ich mir mal schnell eins raus. Na, es ist geschissen. Wenn ich jetzt wüsste, welches der Videos das war, das ich mir vorhin reingezogen habe. Was diese geilen Holzpattern gezeigt hat. Ich dachte mir nur, ja, brauche ich eh nicht.
gibt ja schon von Nintendo eins. So viel dazu. AC Subreddit ist das Beste. Ja, ich habe auch immer wieder das Gefühl, ich müsste mehr aktiv auf Reddit sein, weil es eigentlich schon sehr nützlich. Oh, warte mal. Vielleicht machen wir auch keine Holzplattform, vielleicht machen wir... Oder so helles Holz. Nee, schaut scheiße aus. Also an sich ist es schön, aber nicht für sowas, was ich vorhabe. Ich weiß, ihr könnt es nicht sehen, worüber ich gerade rede, ist klar. Ach, das ist einfach scheiße. Du wirst mich schon wieder völlig ohne Vorbereitung. Ich glaube, ich habe jetzt was. Es besteht aber aus sehr vielen Teilen. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Ich kann das jetzt nicht onscreen alles fixen. Sorry. Das müssen wir dann verschieben. Fuck, Alter. Aber dann machen wir eine geile Veranda wenigstens draus. Also es wird ein bisschen aufwendiger dann. Und für heute... Ja, verschieben wir halt hier noch die paar Sachen. Uff, Bruder, uff. Jetzt brauche ich viel Luft, ja. Das stimmt. Bei nookisland.com gibt es geile Sachen und danke für den geilen Content. Schau ich mal rein, Basti, danke für den Hinweis. Captain Book ist neues Ehrenmitglied. Shero OG, das ist Simonson da, vielen, vielen Dank. Ferry Breakers Ehrenmitglied. Cracker 112, neues Mitglied. Lena haben wir vorhin schon. Okay. Nook Island. Ja, ich guck da mal vorbei nach dem Stream. Schaffen wir die 2000 Likes? Weiß es nicht, denke schon. Das klingt noch machbar. Ja, und das Ganze jetzt noch um ein Feld versetzen, weil dann könnten wir, finde ich, den Platz perfekt nutzen. Für eine dritte Sonnenliege, ohne dass es zu gequetscht ist. Oh, oder heißt jetzt hier wieder, die Palme darf nicht rein? Oh, doch? Oh, das wundert mich aber. Das wundert mich jetzt aber. Na, ist vielleicht besser so. Der Stream ist eh schon ziemlich lang. Dann machen wir dieses... Wie soll ich es nennen, ey? Dieses Orchester, sagen wir so. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Weil es wird eine richtig schöne Veranda mit mehreren Treppen. Ich habe da was Geiles gefunden gerade. Aber das kriegst du nicht so schnell hin. Da muss ich auch erstmal durchblicken, wie die einzelnen Pattern angeordnet sind. Okay. Bruder. Mach doch länglich einfach. Ich glaube, ich lasse dann eine dritte Palme auch einfach weg. Oder? Nee. Vergiss Tippi nicht. Bei mir wird nichts angezeigt. Hast du was geschickt? Da stand von Streambeginn an nichts. Ja, moin. Ich versuch's dann über die Website nachzuholen. Mitte Juni bin ich auf einer anderen Plattform. Weil das, jetzt kotzt nur noch an. Ich
muss die eine Palme doch trotzdem nochmal umstellen, oder? Ist doch so kacke. Ja, ich bin so lost, Junge. Ich bin so lost. Komm, stellen wir uns doch nicht so kernbehindert an. Weiß, wie ich es jetzt mache. Bruder, mach länglich. Ja. 2000 Likes geschafft. Nice, dankeschön. So, ich werde jetzt wahrscheinlich, außer es sieht dann zu gequetscht aus und ich befürchte, genau das wird der Fall sein, die Palme hier reinstecken. Ja gut. Das ist nicht nur gequetscht, das ist siamesischer Zwilling. Meine Fresse, ey. Es scheitert halt allen Ernstes gerade an Palmen. Stellt euch das mal vor. Gut. Dann die Formation, die ich davor im Kopf hatte. Zwei außen, eine hier in der Mitte. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber wenn das Spiel mich zwingt, dann sei es so. Soll ja auch jeder genug Schatten haben, ja? Das ist hier ganz, ganz extrem mit der UV-Strahlung. Die Palme lost. Bisschen lost schon. Aber ich weiß nicht, mich hat die Vorstellung einfach gestört, dass eine Palme direkt hier über der Liege ist. Kann es euch nicht erklären. Muss jetzt aber sein. Und keine Ahnung, was mir mein Gehirn dafür ein Quatsch vorgerechnet hat, sieht doch eigentlich voll cool aus. Ja, nee, das ist zu nah am Wasser. Das geht nicht. Egal, es passt schon so. Gut. Deko. Warte, ich versuche mal hier gerade parallel Tippi zu fixen. Also in der scheiß Box wird es mir nicht angezeigt, auch beim Aktualisieren nicht. Geh mal auf die Website. Was ist da los? Ah, aber jetzt kommt's. Ja, moin. Ja, moin. Das ist ja anscheinend sogar richtig viel. Tut mir leid an euch, Leute. Es wurde mir alles einfach nicht angezeigt. Fuck das Shit. Machen wir aber alles noch, bevor der Stream endet, ganz klar. So ein Delfin. Hier kommt dann eine Sonne hin. Mach hier aber auch noch. Ja, oder warte. Wir dürfen damit ja nicht zu sehr abgehen. Es muss schön aufgeteilt werden. Oder machen wir Shinesprite und Delfin jeweils einmal. Dann ist es auch was Besonderes. So als Super Mario Sunshine Referenz. Habt ihr denn jetzt noch weitere Deko neben den Seesternen? Mareile, was hast du vor? Hier kommt ja das Konzertgedöns hin. Das Einzige, was jetzt nicht mehr passen wird, wahrscheinlich, ist hier die Liegematte. Oder können wir für die noch Platz schaffen? Brauche ich aber auch zwei Palmen für.
Oder die kommt woanders hin. Muss ja nicht hier sein. Avni, danke für das Lob und für die 5 Münzlis. Linus Natteboom, lass eine Münze da, Finn eine. Dekobaum 5. Hey, Dommel, guck dich schon sehr lange. Angenehmen Abend wünsche ich, Gruß Dekobaum. Der Dekobaum, Grüße gehen raus an ihn, Ehrenbaum. Basti Dumpy, 5 Münzen am Start. Achso, nee, er war das mit den Nook Island Tipps. Okay, dann sind wir mit Superchat soweit durch. Das ist schon mal gut. Melksnee war auf jeden Fall die erste bei Tippi mit 5 Münzen. Endlich habe ich es auch mal live zum Zuschauen geschafft. Verändere gerade auch viel an meiner Insel. Kannst du uns vielleicht mal deine Map zeigen? Hat sich ja noch viel verändert inzwischen. Ja, ist halt noch nicht ansatzweise fertig, aber gerne. So sieht's aus. Cool eigentlich, dass da so jede Struktur verzeichnet wird. Ja, und die Liegematte, die mache ich dann woanders hin. Ich glaube, die kriege ich hier nicht mehr untergebracht. Weil du musst sie ja auch länglich platzieren, damit es schön aussieht. Neben zwei Palmen. Ob dann hier noch was hinkommt? Boah, ich weiß es gerade nicht. Wie symmetrisch. Was denn? Die Sonnenstühle? Ja, muss. Nicht nur die, auch die Palmen. Guck nochmal auf Twitter, ob ich vielleicht noch was bekommen habe. Mann, Smartphone! Irgendeinen Deko-Gegenstand brauche ich für den Strand schon noch. Also. Aha, noch weitere Sternchen. Sehen eigentlich ganz schön aus. Aber ein anderes Element wäre noch besser. Hat jemand noch was anderes außer Seesterne? Da ist eine Meerjungfrau. Ich brauche irgendwas zum Spammen. Ah, hier ist eine Muschel- und Seestern-Kombination. Das finde ich eigentlich ganz schön. Okay, das nehme ich. Danke an Lilata69. Ja, let's go. Let's go, der Hase. Domfenners, danke für 2 Münzen, lieber Tippi. Ich bin manchmal auch tagsüber müde, weil ich nachts nicht schlafen kann, aber vielleicht heitert dich mein Fanart mit einer besonderen Idee auf Twitter ein bisschen auf. Ich habe das auch, das Problem, sehr, sehr häufig, dass ich einfach den halben Tag lang super müde bin, weil ich nachts nicht schlafen kann oder weil es nicht genug war. Das kotzt mich richtig an. Ich bin dann immer erst am Abend aktiv. Und so wird es mit dem schlechten Schlafrhythmus natürlich immer schlimmer. Weil der halbe Tag fehlt. Design suchen. FPPB 414 T114 und T3. SpongeBob und Patrick. Ja, es kostet halt alles einen eigenen Slot. Allzu viele habe ich nicht mehr, wie ihr seht. Muss ja jetzt was rausschmeißen. Ja, oder ich pack's hier hin. Aber das ist schon echt schön, oder? Das ist richtig geil und das lässt sich halt auch gut spammen. Sowas habe ich gebraucht.
Lux Modellbau, danke für 5 Münzen über Tippi. Hey Domi, wie geht's? Schöne Insel. Danke. Ist echt anstrengend, das Ganze zu bauen, aber irgendwie schaffen wir es am Ende dann doch, was Ordentliches auf die Beine zu stellen. Zum Glück kommt bald die zweite Wohnsiedlung dran. Das kann ich schon gar nicht erwarten, bis das abgehakt ist. Dann hat auch endlich der Laden wieder seinen Platz und die Schneiderei ihren richtigen Platz. Die restlichen Bewohner, wie das sein muss. So. Würdet ihr hier eigentlich noch irgendwas hintun? Nee, ne? Einfach nur Deko-Elemente, das passt dann schon. Also so Patterns wie jetzt, meine ich. Hier eigentlich auch nicht, weil da ist ja der Weg, der dann runterführt zu dem Chill-Bereich hier. Zu überladen soll es natürlich auch nicht sein. Ich finde es noch im Rahmen. Hier kommt der Stuff hin. Und ob ich hier noch was hinmachen werde, weiß ich auch nicht. Glaube tatsächlich nicht. Deswegen klatsche ich das jetzt auch noch mit Deko voll. Dann ist gut. Die Liegematte kommt dann woanders hin. Okay. Passt, würde ich sagen. Es ist viel zu viel. Ja gut, der vielleicht noch weg. Und hier der. Aber dann, finde ich, ist es eigentlich wohl in Ordnung. Naja, muss ja auch jeder selber wissen, ne? Wobei, der sollte vielleicht noch versetzt werden. So zwei nebeneinander ist irgendwie Schmutz. Oder der kommt auch weg. So, jetzt ist es aber definitiv nicht mehr überladen, Leute. Jetzt könnt ihr nichts mehr sagen, ey. Ruhe hier. Kim, deine Münzen hat meine Insel gelöscht und neu gestartet und dein Cupcake kriegt einen Ehrenplatz. Das machen voll viele, habe ich mitbekommen, die in Terraforming halt irgendwie nicht zufrieden waren und dann ihren ganzen Spielstand gelöscht haben. Ich kann es aber nicht ganz verstehen irgendwie, weil nochmal diese ganze Story und so nachzuspielen, ist doch viel mehr Aufwand und frustrierender, als wenn man einfach die Fehler, die man halt beim Terraforming gemacht hat, fixt, oder? Also, ich verstehe das dann nicht so ganz, warum man da so rigoros vorgeht. Aber auch das sei natürlich jedem selbst überlassen. Wirkt zu symmetrisch. Finde ich jetzt nicht. Also vielleicht gucke ich es mir morgen nochmal an und sage dann auch, okay, ist zu viel oder was auch immer. Aber Stand jetzt bin ich mit dem Strand so zufrieden. Und während ich die letzten Donis vorlese, können wir ja hier schon mal dran arbeiten, die Strukturen für die zweite Wohnsiedlung zu machen. Was ich nämlich noch machen möchte, ist tatsächlich das alles noch ein bisschen weiter hinterschieben. Dazu werde ich leider auch den Wasserfall verändern müssen und hier die Plattformen. Weil ich möchte hier nicht gleich nach dem Verkaufsstand und dem Café die Straße haben. Ich hätte gerne dazwischen noch so ein paar Blumenbeete, umzäunte Blumenbeete. Das sieht sehr, sehr geil aus. Aber dazu brauche ich einfach den Platz. Deshalb, ja, muss ich hier auf jeden Fall die Straße wegmachen. Und das alles ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Uff, ich würde meinen Spielstand niemals löschen, auch wenn ich nicht zufrieden bin. Also mir wäre das auch viel zu viel Aufwand. Also, dann lieber unendlich viel Zeit in das Terraforming-Fixing stecken, als nochmal wirklich alles zu resetten. Aber ey, wenn die Leute sich damit besser fühlen, dann sollen sie es tun.
Zenny, danke für 2,50. Ich habe damals durch dich und dein BUTV-LP meine Liebe für Nintendo wiederentdeckt und verfolge dich seitdem. Danke dafür. Oh, das sind immer die schönsten Nachrichten. So Leute, die irgendwie vom Gaming-Weg abgekommen sind, aber dadurch dann wieder zurückgefunden haben. Das finde ich geil. Was? Das Lustige daran ist ja, das Terraforming soll ja dafür da sein, dass man seine Insel nicht löscht. Man kam auf die Idee, da die Spieler ihre Stadt häufig in Teilen gelöscht haben, weil null Anpassung. Ach so, Nintendo hat das Feature deswegen eingebaut? Ja moin, das ging ja dann nach hinten los. Lost. Dragon, danke für den 10er Tippi. Hallo erstmal, darf ich dir mal ein Bild von den beiden Grabsteinen schicken, damit du sie mal sehen kannst? Wollte dir ja die Anleitung geben. Ja, gerne. Gerne. Momentan ist Petunia grablos. Die braucht natürlich noch Ersatz. Ganz klar. Und Miriam, danke für 5 Münzen. Hallo, ich habe vor einem Monat eine Switch mit Animal Crossing gekauft und bin dadurch zufällig auf deine Videos gekommen. Folge dir seitdem und feiere deine LPs, besonders natürlich Animal Crossing. Liebe Grüße. Auch Neulinge sind natürlich sehr herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir auch nach Animal Crossing hier noch. Dobby macht Überstunden. Ja, normal, normal. Und ich mag dich, ich lasse noch eine Münze da. Hi, nice. Nice Bude, oder wie man das schreibt. Ja, wobei wir uns langsam mal an die Küche machen müssen. Küche ist immer noch nicht fertig. Belastend. Und Kim, mit 3 Münzen. Mach einen Feng Shui-Raum. Gibt mega viele Punkte bei der ADSH. Ich weiß nicht, ob das in New Horizons noch gilt. Müsste ich mich tatsächlich mal informieren. Ich bin mir da sehr unsicher. Okay, wie legen wir das jetzt fest? Mit dem Zaun. Soll ich das überhaupt jetzt schon machen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, besser wäre es, wenn ich hier noch ein bisschen abtrage. Game Friend lässt 20 Münzen da. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Hallo Dom, ich wollte dir mal einen geilen Tipp geben. Hab gesehen, dass du den Diner Tresen in Schwarz hast. Bestell noch einen und stelle sie in die Küche. Da passen dann 4 Gegenstände drauf. Das hört sich wirklich gut an. Diner Tresen. Okay. Guck ich mal. Ob mir das dann auch optisch zusagt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Und dann machen wir langsam Schluss hier. Es soll ja schließlich noch ein neues Projekt heute starten und es ist schon spät. Dominik, das Stream wirkt sehr entspannend auf mich. Danke dir. Das freut mich sehr zu hören, Blue World. Und Boys Benjamin, auch nochmal Dankeschön für 5 Münzen. Ein kleines Dankeschön für die gute Unterhaltung immer. Liebe Grüße, Pamela. Grüße gehen raus an Pamela. Und Prinz Roy nochmal mit 5er. Jetzt habe ich hoffentlich niemanden vergessen. Wir machen ganz schnell Schluss. Ergebnis ist okay, denke ich, sowohl der Bambusraum als auch der Strand. Und das nächste Mal kommt dann die... Lol. Na komm, beenden wir den Part hier. Auf Ehrenbasis. Häng ihm noch im Arsch. Nächstes Mal machen wir den Orchesterplatz und die Wohnsiedlung. Das wird ganz wichtig. Danke fürs Ansehen, fürs Supporten, Liken, Kommentieren. Und bis bald. Tschüss.